Überschrift ist Blended Learning für die Web-2-Generation. Und das darf ich machen in meiner Funktion als Rektoratsbeauftragter für das Blended Learning. Das kann ich schon mal ganz schnell am Anfang erklären. Das ist im Prinzip so ein Bindeglied. Wir haben ein Rektorat auf der einen Seite, wir haben die Fakultäten auf der anderen Seite. Und wenn man da irgendwie in beide Richtungen was transportieren will, dann ist es oft ganz sinnvoll, dass man irgendjemanden dazwischen hat, der als Transmissionsgremium da funktioniert. Und das ist genau diese Funktion des Rektoratsbeauftragten. Die haben wir seit 2012. Was das Exploratory Teaching Space ist, das möchte ich gleich erklären in einer der folgenden Folien. Die grundsätzliche Idee dabei ist, wir müssen uns auf folgende Sache konzentrieren. Nicht nur hier in Deutschland, sondern auch bei Ihnen in Österreich, nämlich die Fragestellung, wie wir den Wohlstand unserer Gesellschaft halten können. Und wir wissen alle seit Adam Smith, es gibt Arbeit, Kapital und Boden als die Mittel, die dazu führen. Aus dem Boden wurde irgendwann mal Natur und Umwelt. Aber das tut es heute so nicht mehr. Also Sie können ungezählt viele Menschen haben, Sie können ungezählt viel Geld haben und ungezählt viele Ressourcen. Solange da die nächste Komponente nicht mit dabei ist, nämlich die Komponente des Wissens, sind Sie als Industrienation verloren. Und den Wohlstand in Österreich und den Wohlstand in der Bundesrepublik, den werden wir nur halten können, wenn wir die nächste Generation der Studierenden darauf vorbereiten, mit neuen Ideen auf den Markt zu kommen. Also die Routine nachzufahren, was unsere Vorfahren schon gemacht hat, das wird uns nicht an der Position halten. Und ich glaube, beide Staaten wollen in einer führenden Position drin bleiben. Und das bedeutet, wir müssen extrem in Wissen investieren. Und zwar auch in eine neue Form des Wissens. Ich bin jenseits von 50. Wenn ich diese Form der Wissensvermittlung, die ich in Aachen genossen habe, ich bin ein Aachener Kind, meinen Kindern heute vermitteln würden, da würden sie am Fuß umdrehen und sagen, Vater, ich gehe woanders hin. Das ist nicht mehr zeitgemäß, aus verschiedensten Gründen. Und das ist eigentlich die Situation, warum wir uns in Aachen auf den Weg gemacht haben, zu überlegen, wie kann man das ändern. Und ich möchte gerne zwei Zitate vorne anstellen, um einfach mal so Ihnen zu zeigen, wo wir stehen vom Denken. Ein Zitat. Was sollen wir erreichen? Das vornehmlichste Erziehungsziel ist es, Menschen zu schaffen, die fähig sind, neue Dinge zu tun. Nicht einfach das zu wiederholen, was andere Generationen taten. Menschen, die schöpferisch, erfinderisch, die Entdecker sind. Könnte von einem Ingenieur sein. Kommt aber ganz woanders her. Piaget. Und dahin, das unterschreiben wir in Aachen komplett. Wir sind eine technische Hochschule. Bei uns ist es sicherlich so, dass die Ingenieurwissenschaften im Prinzip so ein bisschen die Geschwindigkeit angeben. Also bis vor 5 Jahren haben wir noch gesagt, so den Maschinenbauern, denen war egal, und wer unter ihnen Rektor war. So, da war die Machtsituation klar erkannt. Das sieht heute so ein bisschen anders aus. Und das unterschreiben wir komplett, dass wir sagen, wir wollen im Prinzip für die Zukunft denken. Und das bedeutet auch, dass wir rückwärtsgerichtet von Sachen Abschied nehmen, die in der Vergangenheit funktioniert haben, aber von denen wir ziemlich sicher sind, dass sie in der Zukunft nicht erfolgreich sein werden. Und ein zweites Zitat, das kommt aus Zürich, beziehungsweise aus der Züricher Zeitung und von Kollegen aus der Schweiz. Da geht es um die Frage der Fertigkeiten des Wissens und des Gewissens. Der Erwerb von Wissen alleine ist ebenso unzulänglich wie die bloße Fertigkeit, dieses Wissen anzuwenden. Auch da machen wir einen Strich hinter und sagen, das ist in Ordnung. Denn Wissen und Fertigkeiten beherrschen auch Mitglieder der Mafia oder gewissenlose Technokraten. Die wollen wir nicht ausbilden. Fertigkeit, Wissen und Gewissen sollen zusammenwirken wie das Ein- und das Ausatmen. Das Knowing, das Doing erfordert das Being. Das heißt, wir haben 3 Komponenten, auf denen wir aufbauen müssen. Es geht in dem Bildungsauftrag nicht nur darum, den Leuten klarzumachen, zum Beispiel bei mir in der Ingenieurhydrologie, was der Wasserkreislauf heißt und wie das funktioniert, sondern wie man diese Aufgaben des Wasserkreislaufs in einer Gesellschaft auch praktizieren kann, um Daseinsvorsorge zu machen für eine Gesellschaft und diese Daseinsvorsorge auch nachhaltig zu generieren. Das heißt, wir haben 3 Komponenten. Als ich in Aachen studiert habe, da gab es Knowing und Doing, Being war vollkommen egal. Das ist für die Zukunft nicht mehr der Fall. Wir wollen das auf jeden Fall an der Stelle ändern. Das ist ein Zitat aus dem letzten Jahr von Euler und von Gschwendt, die sind an der Universität in St. Gallen. Was wir haben, und zwar schon relativ lange, seit 2009, ist die Situation, dass wir wirklich sagen, die Studierenden stehen im Fokus aller unserer Aktivitäten. Die RWTH ist erfolgreich gewesen im Bereich der Exzellenz für die Forschung im 2. Anlauf, was sehr gut war. Im 1. Anlauf sind wir vor die Wand gelaufen mit dem falschen Ansatz. Das hat zu viel mehr Offenheit innerhalb der Hochschule geführt. Und nachdem wir dann exzellent in der Forschung waren, sind einige Leute, da war ich seinerzeit auch schon mit dabei, zum damaligen Rektor gegangen und haben gesagt, ja, ist ja schön. Aber wenn wir jetzt nicht exzellent in der Lehre werden,
Was bedeutet denn das? Dann haben wir irgendwann mal nicht die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die die exzellente Forschung machen und die den exzellenten nächsten Schritt rein. Also müssen wir im Prinzip auch exzellent werden in der Lehre. Und da hat er gesagt, die Idee ist nicht so doof. Macht mal. Überlegt euch mal, wie wir in der Richtung was machen. Und das war im Jahr 2008. Und im Jahr 2009 kam dann bei uns in der Bundesrepublik die Situation, dass die Lehrexzellenz angefragt wurde und man sich da bewerben konnte. Und wir hatten dann quasi schon ein Jahr Vorlauf. Das hatte den anderen Mitbewerbern, glaube ich, eine große Startposition vor. Und seit 2009 schimpfen wir uns exzellent in der Lehre. Zum damaligen Zeitpunkt waren wir alles andere als exzellent. Aber wir haben uns auf den Weg gemacht. Und das hat sich dann weiterentwickelt. Und was wir grundsätzlich schon sagen ist, nicht falsch verstehen, wir sagen das, unsere Studierenden sind unsere Kunden. Ja, und die müssen wir im Prinzip bedienen und die müssen wir bestmöglich auch in ihren Bildungsansprüchen bedienen. Ich weiß, dass diese Aussage in vielen Hochschulen mit hochgezogenen Augenbrauen gesehen wird. Wir unterschreiben das aber vollkommen, weil wir sagen, das ist unser Gut. Ne? Das ist unsere nächste Generation von High-Shootern im Bereich der Wissenschaft. Und auf die wollen wir uns fokussieren. So, wie ist denn das jetzt mit der Web-2-Generation? Diesen Cartoon, den finde ich sehr schön. Und Sie kennen vielleicht die Aussage von so einem deutschen Comedian, der sagt, das ist die Generation, wenn die ein Buch nimmt, dann klickt die auf das Bild und wundert sich, dass das YouTube-Video nicht loslegt. Und sie wissen nicht, wo der USB-Anschluss da reingesteckt wird. Das ist natürlich ein bisschen sehr polemisch an der Stelle, aber das ist eine komplett andere Generation. Die Generation, die wir jetzt mit 17, 18 bei uns in die Hochschule reinkriegen, die sind komplett im ganzen Leben sozialisiert worden mit Medien. Ja, also für die ist Fernsehen kein Ding mehr, für die sind Streaming-Informationen irgendetwas. Die haben eine ganz andere Affinität zur Nutzung dieser Medien. Und die ältere Generation, zu der ich mich jetzt auch zählen darf, ist ganz schnell mit Vorurteilen, was da schlecht ist. Und da müssen wir ganz, ganz, ganz vorsichtig sein an der Stelle. Und das mal ganz realistisch ansehen. Die sind anders. Und das bedeutet nicht, dass die schlechter an der Stelle sind. Die haben ganz andere Möglichkeiten. Also wir müssen uns auf diese sogenannten Digital Natives einmal konzentrieren. Und ich bin eben schon mal in dem Interview gefragt worden, wie erklärst du im Prinzip Blended Learning? Und was mir da am besten einfällt, ist, ich mache eine Analogie zwischen meinem Studium und dem Studium heute. Als ich in den 80er Jahren in Aachen studiert habe und dann mittags zur Mensa gegangen bin, da gab es Schnitzel mit Fritten. Fertig. Ein Gericht für alle. One size fits all. Der Studierende heute geht in die Mensa rein, dann kriegt er vegetarisch und vegan und die spanische Woche, die thailändische Woche und, und. Das heißt, er nimmt sich das Essen, was er persönlich möchte. Und das müssen wir im Blended Learning übertragen auf die Wissen-Nuggets. Wir müssen heute hingehen und wir müssen den Studierenden wirklich diese Wissensinformationen so zur Verfügung stellen, nicht in Gänze, aber auf jeden Fall nicht mit einem einzigen Modul, dass er oder sie sich das rauspacken kann, was am besten passt. Sie kennen die Stile, der eine ist besser auditiv drauf, der andere ist besser visuell drauf, hat früher keine Rolle gespielt, sie haben sie in den Vorlesungssaal reingestellt, haben 90 Minuten lang irgend so ein Ding runtergezogen und gut war. So, das geht heute überhaupt nicht mehr. Wir müssen uns einstellen auf die Präferenzen und auf die Möglichkeiten der Studierenden. Und das bedeutet, dass wir einen ganz anderen Mix hinbekommen müssen im Zusammenhang. Denn das Motto von dieser Generation, dieser Web-2-Generation ist, Leben ist da, wo ich ein Netz habe. Ich habe zwei Kinder. Mein Sohn studiert jetzt mittlerweile in Aachen an der Hochschule. Meine Tochter ist 15. Wenn ich mal vor zwei Jahren mit denen von A nach B gefahren bin, eine halbe Stunde im Auto und die hatten ihre Handys nicht mit dabei, da wurden die nervös. Und wenn es abends Brottisch gibt und die Ansage ist, Handys aus, dann liegen die Dinger immer noch irgendwie unten drunter. Also bei Ihnen wird das wahrscheinlich anders sein, aber bei meinen Kindern war das so, 24 Stunden minus Schlafenszeit waren die Dinger an und wurde darüber kommuniziert über WhatsApp, Instagram und was auch immer. Und es macht überhaupt keinen Sinn, an der Stelle dann zu sagen, das irgendwie zu verteufeln, sondern man muss das im Prinzip umdrehen und man muss diese Eigenschaften, die da entstehen, in das Positive wenden. Denn der Punkt ist, wenn Sie mal drauf schauen, auf diese Eigenschaften der Netzgeneration, das können Sie schneller lesen, als ich Ihnen das vorlese, dann sind wir uns, glaube ich, alle einig, da ist nichts Schlechtes dabei. Alle diese Eigenschaften, die da stehen, sind positiv tradiert. Und das sind Eigenschaften dieser Netzgeneration, mehr oder weniger ausgeprägt. Und die sind stärker ausgeprägt als jetzt bei der Generation der Dozierenden.
Also wir haben nicht durch Spielen gelernt. Wir hatten keine Serious Games in unserem Studium. Wir wissen noch nicht mal teilweise, wie das heute richtig funktioniert. Diese Generation hat aber ganz viel Affinität, gerade die Männer, zu dem Thema Spielen. Gerade bei den Männern ist es ein unheimliches Problem, Frustrationslevel. Die sind ganz, ganz schnell aus dem Geschäft raus. Wenn die nicht irgendwo einen Erfolg an der Stelle haben, dann sind die weg. Und die Frauen sind viel, viel duldsamer an der Stelle. Und eine zum Beispiel gute Möglichkeit, diese dauerhaft wieder mit reinzubringen, ist zum Beispiel wirklich seriöse Bildungsspiele zu machen. Ihnen auch das Thema Mathematik über Spiele beizubringen, weil dann sind sie dauerhaft. Wieder ein Beispiel, wenn ich meinem Sohn in der Mittelstufe irgendwie samstags nachmittags mal gesagt hätte, jetzt setz dich mal hin und machst Mathematik, da hätte der gesagt, was willst du? Der gleiche Sohn hätte aber wahrscheinlich sich morgens um 8 Uhr den Rechner angeschaltet und bis abends 20 Uhr irgendwie ein und das gleiche Spiel gespielt, um zu gucken, wie er von einem Level auf das andere draufkommt und hätte vergessen, was der Tag geschlagen hat. So, jetzt ist die Frage, jetzt müssen wir genau diese beiden Eigenschaften miteinander in Verbindung bringen. Ich kriege meinen Sohn nicht dazu, ein Mathematikspiel lang von morgens 8 bis abends 8 zu spielen, aber ich kriege den schon sehr viel länger mit diesem Thema auseinandergesetzt, wenn ich ihm einen anderen Zugang bringe. Und genau das ist jetzt wiederum das Thema mit den Medien. Wir müssen also versuchen, die gleichen Inhalte über anderen Medien zu transportieren. Und die Schlussfolgerung, die jetzt einige ziehen, ist jetzt nur dieses Buch, Why do I need a teacher when I've got Google? Das ist ja die Schlussfolgerung, die die Studierenden haben. Auch da wieder ein Beispiel aus meiner eigenen Familie. Mein Sohn musste vor einer Klassenfahrt nach Paris ein Referat aufbauen. Und dafür mussten sie 3 oder 4 verschiedene Plätze der Stadt beschreiben und dokumentieren. Und dann hat er eine Zusammenstellung gemacht und die war optisch wirklich sehr schön gestylt, gefotoshoppt und. Die geht er dann in der Schule abgeben und kommt wutentbrannt nach Hause, weil er eine 6 dafür gekriegt hat. Und dann dachte ich, was ist jetzt passiert? Er sagte, die Lehrerin hat gesagt, so geht das nicht. Du hast alles nur aus irgendwelchen Textkörpern übernommen und eingefügt. Und dann gab es eine lange Diskussion an der Stelle, ne, zu sagen, okay, was ist richtig an dieser Entscheidung? Also das heißt, was ich damit darstellen möchte, ist, es ist gang und gäbe bei den Studierenden, die bei uns in Aachen ankommen, dass das Erste, was die machen, wenn die irgendeine Hausarbeit machen müssen, die Recherche im Netz ist und Copy und Paste. Und dass er grenzwertig fast kein Bewusstsein dafür da ist, dass das keine wissenschaftliche Arbeit und überhaupt keine Form der Arbeiten ist. Ich habe es, wie gesagt, im eigenen Familienkreis erlebt. Und das bedeutet dann, dass man viel Zeit investieren muss, um zu erklären, warum geht das nicht? Weil die Diskussion bei meinem Sohn war zum Beispiel, was willst du denn eigentlich? Ich hätte das gar nicht besser machen können. Da sind gute Texte, die Fotos sind klasse und. Ne? Ist auch nicht ganz von der Hand abzuweisen an der Stelle, aber natürlich wissen wir, so geht es irgendwie nicht. Und das ist genau der Punkt, wo wir uns als Dozierende mit auseinandersetzen müssen. Diese Generation ist hochgradig medienaffin, aber sie ist grenzwertig überhaupt nicht medienkompetent. Und das bedeutet, dass wir, wenn wir sie in der Hochschule bekommen, ihnen die Medienkompetenz beibringen müssen. Und das bedeutet wieder, dass die Dozierenden selber medienkompetent sein müssen, denn sonst können sie keine Kompetenz vermitteln. Und das ist eine große Aufgabe. Insofern sagen wir in Aachen, das Problem sind nicht die Studierenden, das Problem sind die Dozierenden. Weil die nämlich gegebenenfalls noch gar nicht in dem Track drin sind, über die Kompetenzen zu verfügen, die sie brauchen, um die Leute medienkompetent zu machen. Und das bedeutet, dass man eine entsprechende Ermöglichungskultur aufbaut und den guten Forschern, den guten Lehrern im alten Stil die Möglichkeit gibt, sich weiterzuentwickeln. Und da möchte ich gleich ein paar Beispiele zu darstellen. Also das ist nicht die Schlussfolgerung. Die Schlussfolgerung, die wir gezogen haben, ist, wir wollen auf jeden Fall Blended Learning machen. Wir möchten Blended Learning in alle Fakultäten hineinnehmen, also als die Kombination aus dem klassischen Lehren und Lernen. Also eine Person steht vor gegebenenfalls 1638 Maschinenbauern, verteilt auf 3 Hörsäle mit parallelen Videoübertragungen, erzählt irgendwas über die Thermodynamik, reale Situation in Aachen heute immer noch. Dann aber gleichzeitig den Leuten noch die Möglichkeit geben, gegebenenfalls zum Vorbereiten oder zum Nachbearbeiten Medien zum Selbstlernen zur Verfügung zu stellen. Und man kann das ja mal aufspannen. Also wir alle kennen das klassische Lehren und kennen die Vor- und die Nachteile. Wir wissen um das virtuelle Lernen und wir können das aufspannen. Und ich möchte das nicht im Detail durchgehen, das würde zu lange ziehen. Aber ich möchte gerne mal auf einzelne Bereiche eingehen. Der Punkt ist,
Wir müssen gucken, dass wir eine ausgewogene Situation zwischen statischen und dynamischen Inhalten bekommen. Was meine ich damit? Frau Kosek hat das eben schon mal gesagt, ich habe 2001 angefangen. Meine eigentliche Disziplin ist die Ingenieurhydrologie. Sie können landläufig sagen Wasserwirtschaft. Ja, alles, was irgendwie mit Wasser in der Landschaft zu tun hat. So, ich bin hingegangen und im ersten Durchlauf hatte ich gerade mal meine Folien fertig, die ich dafür brauchte. Das war im ersten Jahr. Im zweiten Jahr habe ich ein Learning Management System in Moodle aufgebaut, in dem ich den Studierenden Assignments, Quizzes und andere Möglichkeiten zum Selbststudium gegeben habe. Und im dritten Durchlauf habe ich dann Videoaufzeichnungen von den Vorlesungen gemacht für die Studierenden. In dem irrigen Glauben, dass das einen Mehrwert für die Studierenden hatte. So, und der Punkt ist, jetzt seit der Zeit machst du immer Vorlesungen und jedes Jahr kommt irgendwie was Neues. Ja? Und dann drückst du hier noch was rein, dann drückst du da noch mal was rein. Das kennen Sie irgendwie alle. Irgendwann kommt der Punkt, das reicht eigentlich gar nicht mehr für die Zeit. Und dann bin ich zum Beispiel hingegangen und habe gesagt, komm, ich kann das auch mal anders machen. Also mehr noch da reinpacken, das kann es nicht sein. Ich muss reduzieren. Und dann habe ich mir überlegt, welche Qualifikation muss denn ein Hydrologe haben, damit ich ihn auf die Welt loslassen darf? Ja, und welchen Teil kann er sich gegebenenfalls noch mal hinten raus selber beibringen? Und darauf bin ich eigentlich nur gekommen durch einen Fehler. Der Punkt war, ich war in einer Veranstaltung drin und ich hatte nicht genug Folien. Und ich gucke auf die Uhr und denke, Kinder, wie kriegst du die Zeit jetzt hier um? Und dann habe ich angefangen, indem ich die Leute mit einer konkreten Aufgabe auseinandergesetzt habe. Und habe gesagt, stell dir mal vor, du bist jetzt Mitarbeiter des Wasserverbandes sowieso und du müsstest das und das machen. Macht mal, hol mal ein Blatt Papier raus, fang mal an zu zeichnen und zu machen. Und dann habe ich festgestellt, oh, die Studierenden, die mögen das ja, so etwas zu machen, aber es braucht einfach Zeit. Und das meine ich, wir müssen uns darauf konzentrieren, dass wir überlegen, auch wirklich den Mut zu haben, zu entschlacken und rauszunehmen, raus, raus, raus. Und dann die verbleibende Zeit zu nutzen, um andere Angänge zu machen. Weil wenn wir in den klassischen Ansätzen versuchen, mit neuen Medien zu hantieren und mit neuen Ansätzen zu arbeiten, dann ist das von vornherein schon mal zum Scheitern geboren, weil Ihnen die einfache Zeit dafür fehlt. Also der erste Ansatz, den ich mitgeben würde, ist, reduzieren Sie massiv die Inhalte, die Sie vermitteln wollen und nutzen Sie die Zeit, um mit anderen Ansätzen zu spielen. Und spielen bedeutet, das kann auch mal in die Hose gehen. Also Ansätze in der mediengestützten Wissensvermittlung sind nicht immer erfolgreich. Man muss auch Mut haben, mal zu scheitern an der Stelle. Wir müssen gucken, dass wir den Studierenden Möglichkeiten geben, sowohl kooperativ als auch individuell zu lernen. Das kennen Sie. Der eine ist besser dabei, wenn er in einer Gruppe arbeitet. Ich habe das nie gekonnt als Studierender. Ich wollte immer lieber alleine arbeiten. Das klappte für mich irgendwie besser. Und das müssen wir auch widerspiegeln in dem, was wir letztendlich zur Verfügung stellen. Wir müssen heute gucken, dass Lernen nicht nur im Hörsaal passiert, sondern überall. Weil 100% unserer Studierenden in Aachen haben irgendein Handy oder ein Smartphone in der Tasche und dann zusätzlich noch ein Tablet. Also an der Technik, da krankt es irgendwie nicht. Dieses Thema Bring Your Own Device, ja, ist eines, das können Sie quasi als Gesetz ansetzen. Ich würde das auch mal für Wien voraussetzen, zumindest grenzwertig gegen 100%. Und wir müssen uns im Prinzip auch darüber Gedanken machen, wie wir den Studierenden auch die Möglichkeit geben, mobil zu lernen, und ich finde es durchaus auch legitim, dass Studierende sagen, ich gehe in eine Vorlesung, stream das Zeug übers Netz und ich gucke es mir zu Hause an und dann bin ich besser dabei als im Hörsaal. Ich finde die Idee nicht verkehrt. Also man muss nicht alles machen, was technisch möglich ist, aber eine Diversität dazu machen, muss auf jeden Fall passieren. Wir müssen auf jeden Fall auch dahin kommen, dass wir im Prinzip unser Wissensmanagement teilen. Was meine ich damit? Wenn Sie Inhalte reduzieren, jetzt zum Beispiel in meinem Fall der Hydrologie, dann ist die Fragestellung, wo kommen andere Inhalte her? Also nehmen Sie mal einen Hydrologen, wenn der neu berufen wird in der Bundesrepublik Deutschland, dann macht er oder sie als allererstes eine Beschreibung des Wasserkreislaufes. Ziemlicher Blödsinn, weil keiner von uns hat den Wasserkreislauf erfunden. Und der Wasserkreislauf ändert sich auch nicht. Und selbst mit Klimasituationen drehen sich bestimmte Prozesse schneller, aber die Funktionen, die sind schon lange bekannt. Also ziemlich betriebswirtschaftlich unsinnige Situation, dass jeder das dann nochmal macht, obwohl man ja hingehen könnte und dann von den Münchnern oder von den Hamburgern und von den Dresdnern diese Sachen nimmt. Schwierig. Was ich damit meine ist, wir brauchen auf jeden Fall im Zusammenhang mit der mediengestützten Wissensvermittlung Verbünde von Lehrenden. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie nehmen einfach mal 5 Hydrologen, Männer und Frauen,
Und dann sagen die, wir müssen was machen über das Thema Niederschlag, über die Verdunstung, über den Abfluss, über irgendwelche gesetzlichen Größen und über Speicherwirtschaft. So, damit wäre das Thema vielleicht mal durch, sagen wir einfach mal so. Die fünf verständigen sich auf ein didaktisches Design, die verständigen sich auf die Methoden, mit denen sie arbeiten wollen. Am Ende vom Tag mache ich ein komplettes Paket und ich kriege vier. Neudeutsch ist das Win-Win. Und das ist das, wo wir auf jeden Fall hin müssen. Und wo wir noch lange, lange nicht sind. Weil das böse Wort gilt immer noch, zumindest der deutsche Hochschullehrer, der nutzt eher die Zahnbürste von seinem Kollegen als sein Lehrbuch. Hygienisch nicht einwandfrei und inhaltlich noch weniger. Und was auf jeden Fall der Punkt sein muss, ist, wir müssen stärker dahin gehen, dass wir sagen, in der Hydrologie behaupte ich das einfach mal so, nicht jeder Hydrologe ist in allen Bereichen gleich gut. Ich glaube für mich, ich kann bestimmte Sachen besser als andere Leute in der Nation, aber dafür sind auch andere besser als ich in bestimmten Bereichen. Und es würde überhaupt nichts ausmachen, wenn wir mal anfangen würden, diese Lehrverbünde zu machen. Das bricht keinem einen Zacken aus der Krone raus, keinen. Eigentlich gibt es irgendwie die Doppelkrone obendrauf für diejenigen, die verstanden haben, wie das Spiel gespielt wird. Und die dann mit der freibleibenden Zeit, die sie haben, gegebenenfalls neue Ansätze machen und neue Versuche in der Lehre mal einfach umsetzen. Und das ist genau diese Situation, die mit dem Schaubild hier versucht wird darzustellen. Wir versuchen in Aachen, Möglichkeiten zu offerieren. Die erfordern aber auch, dass sie alte Zöpfe abschneiden. Wenn sie meinen, die Lehre in der Zukunft durch die Digitalisierung nur mit Medien anzureichern und alles bleibt beim Alten, dann können sie es sein lassen. Das wird nicht funktionieren. Sie müssen das Ding wirklich neu denken. Und neu denken heißt, ein leeres Blatt Papier nehmen und sagen, okay, wie sieht denn das Ganze entsprechend aus? Und dann fängt das Problem an, dass dann viele sagen, ich fühle mich da aber sehr unsicher, weil den bekannten Weg, den kenne ich ja, ich weiß, wie ich von A nach B komme an der Stelle. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Die Frage ist nämlich, wie sollten wir lehren und lernen? Also wir können Sachen verteilen, wir können interagieren, wir können auch kollaborieren. Und wir wissen alle, dass wir durch Informationen lernen können und durch Rückmeldungen oder durch multiple Sichtweisen und Ansätze. Und wenn immer Sie anfangen, das Thema mediengestützte Wissensvermittlung zu machen, dann fangen Sie da ganz unten an, weil Sie im Regelfall irgendwelche PDF-Schleudern aufbauen. Dann haben Sie ein Learning-Management-System und da stopfen Sie die vorhandenen Dinger rein und dann sagen die, oh, das ist ja schon E-Learning. Dann sage ich immer, oh ja, das ist ein interessanter Ansatz, weil das ist Lernen durch Informationen und Lernen durch Distribution. Aber wir müssen eigentlich den ganzen Weg hochklettern bis da ganz oben. Dann schauen Sie sich mal irgendeine Stellenanzeigung aus. Das wird in Österreich nicht anders sein als bei uns. Da steht drin, kompetenzorientiert, sozial stark, führungsstark. Ach ja, ein bisschen Hydrologie können Sie auch noch können. Das heißt, die Hauptkompetenzen, die heute gefordert werden, die kommen gar nicht aus dem Fach heraus, sondern die kommen aus ganz anderen Kompetenzen. Und diese Kompetenzen können wir nicht mit den klassischen Formen darstellen. Und jeder möchte, dass unsere Studierenden kollaborieren können, dass sie gut mit anderen Wissensbereichen zusammenarbeiten. Wir sagen in Aachen, wir sind auf dem Weg zu einer interdisziplinären, integrierten Wissenslandschaft, wo der Ingenieur mit dem Soziologen, dem Politologen, dem Wirtschaftswissenschaftler kommunizieren kann im Sinne von strukturierter Austausch von Informationen. Und das bedeutet, dass wir uns als Lehrende auf jeden Fall irgendwann mal zurücknehmen müssen. Ja, also ich muss mit meiner eigenen Lehrmeinung irgendwann nochmal zurückgehen, weil wenn ich möchte, dass Sie beide kollaborieren, dann muss ich Ihnen einen Freiraum geben. Und dann kommt bei dem, was Sie da machen, etwas raus, was in meinem Kopf nie aufgeschieden ist. Und da kommen ganz andere entsprechende Muster dabei raus. Das bedeutet aber auch, dass ich mich selber wieder zurücknehmen muss. Ich muss mich nicht so wichtig nehmen an der Stelle. Ich muss erkennen, dass ich den Studierenden viel mehr Freiraum gebe. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss ich ihm auch klar machen, dass sie das Spiel mitspielen müssen. Das ist ein Vertrag auf Gegenseitigkeit. Ja, also es muss im Prinzip auch klar sein, da kommen wir gleich nochmal zu beim Thema Flipped Classroom, dass das nur funktioniert, wenn die Studierenden das auch ernsthaft machen. Also wir machen kein Entertainment für die Studierenden. Also das ist nicht RTL, was wir mit denen machen, sondern wir bieten ihnen etwas an in dem Ansatz, dass wir erwarten, dass auch eine bestimmte Leistung zurückkommt. Und unsere Kernfrage, die wir jetzt an der Stelle haben, ist, welche Formate erhöhen die Qualität der Lehre und wo kostet das Ganze nur Geld oder ein bisschen zugespitzter, wo verbrennen wir Geld? In der Bundesrepublik ist im Moment ungemein viel Geld im Bildungssystem drin. Wir haben Sonderfinanzierungsprogramme, die vom Bund teilweise laufen. Wir haben Landesmittel, es gibt die sogenannten HSB1 und HSB2-Mittel, Qualitätsverbesserungsmittel. Die laufen alle noch bis zum Jahr 2023. Und das ist auch der Grund, warum unsere zweite Phase der Digitalisierungsstrategie genau bis da läuft.
weil wir gesagt haben, bis dahin können wir Sachen ausprobieren. Und wir wollen jetzt Sachen mal probieren, aber wir wollen auf der anderen Seite in der zweiten Phase nur noch Sachen weiter fördern, von denen wir den Nachweis sehen, dass es tatsächlich sich verbessert. Und das ist hümmelisch schwierig. Das ist sehr, sehr schwierig. Also evidenzbasierte Situationen zu erkennen, wo klappt ein Format und warum klappt es, ist eine schwierige Aufgabe. Wir müssen es aber machen, weil wir wissen, nach 2023 wird weniger Geld im System drin sein. Und wir können jetzt nicht einfach aus dem Vollen leben und danach geht es ab in den Keller, sondern wir müssen uns jetzt schon mit unseren Fakultäten darüber unterhalten, dass wir sagen, okay, wir müssen Verdauerung von bestimmten Stellen in Serviceeinheiten machen. Was seid ihr bereit, aus den zentralen Geldmitteln zu bezahlen, wenn die Sondertöpfe nicht mehr da sind? Und dann können Sie sich vorstellen, das ist eine harte Diskussion. Und jetzt kommt die Situation, was lässt dann jetzt die Digitalisierung gelingen? Also werbetechnischer Teil anfangen. In der Bundesrepublik gibt es den Stifterverband und der Stifterverband hat in diesem Jahr zum ersten Mal den Genius Loci ausgelobt. Sie kennen wahrscheinlich Ars Legendi, das ist die höchste Anerkennung für einen Lehrenden in der Bundesrepublik Deutschland als individuelle Person. Der Stifterverband lobt diesen Preis aus und hat jetzt einen neuen, den Genius Loci, ausgelobt und der steht für die ganze Institution. Die RWTH Aachen hat diesen Preis bekommen. Man konnte sich nicht selber bewerben, sondern es gab Vorschlag, es gab drei Universitäten und drei Hochschulen, Fachhochschulen. Aachen hat den Preis gewonnen. Das heißt, wir dürfen uns jetzt als Gesamtheit aller Lehrender auf die Schulter klopfen und sagen, ja, uns wird die Vorreiterrolle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland zugewiesen. Werbetechnischer Teil Ende. Warum ist das so gekommen? Im Wesentlichen durch das Aachener Gegenstrommodell. Und Gegenstrommodell heißt, es gibt zwei verschiedene Ströme. So, das kann man sehr gut erklären. Aachen ist Rheinland, wissen Sie. Wir waren aber mal von Teil von Preußen. Also wir sind in der Lage, im Millisekundentakt zwischen preußisch und rheinisch hin und her zu springen. Im preußischen Teil ist das so, dass das Rektorat bestimmte Vorgaben macht und sagt, ich wünsche mir etwas. Das bedeutet, ihr macht. Und ich darf jetzt mal ein Zitat geben von dem Rektor Schmachtenberg. Der gibt einmal im Quartal eine Information, aktuelle Information über die Professorenschaft und die Gruppen rein. Das ist die am meisten gelesene Veröffentlichung von den Professoren innerhalb von Aachen, weil da steht drin, wer hat welchen Preis gekriegt, stehst du drin oder stehst du nicht drin. So, da wird geguckt, was wird gespielt innerhalb des Vereins. Schmachtenberg hat gesagt, ich zitiere, ich kann mir vorstellen, dass wenigstens die Hälfte aller unserer Lehrveranstaltungen in den nächsten 5 Jahren in der einen oder anderen Weise die neuen technischen Möglichkeiten aufgreifen wird, etwa um die Qualität des Lernens zu verbessern oder um die Reichweite und Hörzahl zu erhöhen. Was ist wichtig in dem Satz? Dass wenigstens die Hälfte aller unserer Lehrveranstaltungen sich ändern. Die Hälfte bedeutet nicht alle, die heißt aber auch nicht keiner. Das heißt, die Ansage des Rektorats preußisch ist, Kinders, bewegt euch. Es gibt die Ansage, ich muss in diesem Raum von diesem Punkt hinten in die Ecke reinkommen. Wie ich da hinkomme, ob ich hier so rumlaufe, ob ich über die Decke laufe, ist Jacke wie Hose. Am Ende vom Tag muss ich da sein. Das ist die Sache, die das Rektorat vorgibt. Sie gibt eine Erwartungshaltung aus und sie sagt auch 50% plus einer, das ist die Mehrheit. Die soll sich entsprechend entwickeln in der Situation. Und dafür muss dann auch eine entsprechende Serviceleistung da sein. Das kommt die Ermöglichungskultur dazu. Dafür wird dann eine Reihe von Institutionen aufgebaut und dann wechseln wir in den rheinischen Teil hinein. Sie sehen hier vier verschiedene Institutionen, die werden ich nicht großartig was sagen, aber die machen zum Beispiel die wissenschaftliche Weiterbildung unserer Mitarbeiter, die unterstützen sie auf der technischen Situation, sie machen die Medienunterstützung oder sie machen auch IT-Bereiche. Wir hatten bis vor kurzem diese vier, wir haben jetzt in der zweiten Phase der Digitalisierungsstrategie gesagt, das funktioniert so nicht. Da sind viel zu viele Brüche drin. Da ist auch viel zu viel Redundanz drin und Luft. Wir haben die alle zusammengelegt in ein neues Center, in das CEAT, Center for Excellent Academic Teaching, und werden da jetzt proaktiv die Leute unterstützen. Was heißt das? Nehmen wir mal so ein Buzzding raus wie MOOC. Kommt gleich nochmal als ein Beispiel. Wir haben uns für richtig teuer Geld bei Alex eingekauft. Und das war eine Entscheidung, nicht für das Produkt, sondern im Prinzip für die Plattform. Wir wollten Porsche fahren, weil wir mit dem Ding im Prinzip weltweit ganz vorne an sind, wenn da was eingestellt wird. Das hat uns richtig viel Geld gekostet. So. Aber der Punkt ist, wenn du Porsche fahren willst, musst du auch mit der Karre rumschuppeln können. Also muss dir irgendeiner zeigen, wie das geht.
Und dafür ist jetzt zum Beispiel diese Einheit Medien für die Lehre neu generiert worden. Und da können Sie hingehen und sagen, ja, wissen Sie, ich möchte gerne mal einen MOOC machen. Dann sagen Sie, ja, okay, zu welchem Thema? Ja, interessant. Zeigen Sie mir, welche Medien Sie denn schon mal haben. Wie ist denn Ihre Vorlesung aufgebaut? Dann gucken Sie sich das ganze Spielchen an und dann sagen die, okay, das ist schon mal ganz interessant, aber dürfen wir Ihnen einen Vorschlag machen, wie diese Medien vielleicht noch ein bisschen verbessert werden? Und dann sagt man, okay, machen wir mal. Dann gehen die hin und mit ihren Leuten arbeiten ihnen die kompletten Sachen um, den kompletten Foliensatz um. Dann geht es dann darum, dass gesagt wird, okay, wir machen im Regelfall Kurzformat-MOOCs, also diese 5-Wochen-, 6-Wochen-Dinger. Von den 15-Wochen-Dingern sind wir direkt von vornherein abgegangen, weil das nichts taugt. Hat andere Gründe. Dann gehen sie hin und sagen, jetzt muss ich mal irgendwie ins Studio reingehen. Also dafür muss es erstmal physikalisch ein Studio geben. Dann muss es ordentliches Kameramaterial geben. Dann muss es Leute geben, die vernünftig Ton und Bild und Schneiden und alles Mögliche. So setzt man voraus, dann gehen sie da rein und dann wird das Drehbuch ausgearbeitet. Dann hat der deutsche Hochschullehrer, Mann oder Frau, keine Zeit dafür. Und dann heißt es, darf ich Ihnen das ausarbeiten? Ja, dann machen die das. So, das ist jetzt so der Full-Service-Support, der dahinter steckt. Und da wird eine bestimmte Summe genommen und da sagt man, okay, diese Form kann man natürlich nicht für alle unsere knapp 500 Professoren zur Verfügung stellen. Abgesehen davon, dass nicht jeder von den Professoren will. Aber es gibt eine Kernaussage, wiederum aus dem preußischen Teil, die sagen, wir finanzieren euch so viele MOOCs und wenn ihr an den Punkt kommt, dass noch mehr Leute das haben wollen, dann schmeißen wir auch Geld nach. Also es gibt die klare und feste Aussage, wenn Bedarf innerhalb der Hochschule ist, wird das nicht daran scheitern, dass das Rektorat kein Geld zur Verfügung stellt. Das ist Ermöglichungskultur. Das ist jetzt das Beispiel zugegebenermaßen, was am weitestgehendsten ist. Aber was auch so der Fall ist, wir haben die Situation, dass Leute proaktiv aus den Serviceeinheiten auf Leute zugehen, weil irgendeiner, zum Beispiel Nacken, steuert dem und sagt, hör mal, da gibt es einen Herrn sowieso, eine Frau sowieso in der Fakultät, der oder die macht interessante Sachen, aber da muss man noch mal ein bisschen schubsen, damit die so aus der Deckung rauskommt. Geh doch mal hin. Und dann gehen diese Servicestrukturen auf die Leute zu und sagen, hör mal, können wir uns mal darüber unterhalten, man hat das Kaffee, wie sieht das Ding aus, können wir für Sie irgendwie was tun. Das ist Ermöglichungskultur an der Stelle. Und daraus machen die Fakultäten dann letztendlich wieder ihre eigene Kultur. Also Kultur können sie nicht vom Rektorat aufoktroyieren. Der Rektor kann ihnen sagen, wo du hingehen musst, aber wie ich das mache, ist mein Ding. Und da hat der Rektor nichts zu erzählen. Das heißt, die Fakultäten müssen ihre Identitäten stiften und müssen sagen, okay, in der Soziologie sieht das so aus, bei den Ingenieurwissenschaften sieht das so aus, bei den Medizinern wieder anders. Das ist die Kultur, die dann von unten nach oben durchdiffundieren muss. Und das ist das Aachener Gegenstrommodell, was wir praktiziert haben, was sehr gut funktioniert. In dem Kontext hatten wir auch das sogenannte Exploratory Teaching Space, das darf ich jetzt mal kurz erklären. Das finden Sie auch auf den Webseiten, deshalb habe ich einfach mal so einen Screenshot davon gemacht. Exploratory Teaching Space, was ist das? Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie sind heute Morgen wach geworden, hatten einen Traum diese Nacht, in dem Ihnen das ideale Bild Ihres Settings in Ihrer Lehrveranstaltung vor Augen war. Das haben Sie natürlich beim Zähneputzen direkt aufgeschrieben. Und dann haben Sie gesagt, okay, dafür brauche ich mal ein bisschen Zeit und ein bisschen Geld. Wenn das der Fall ist, dann schreiben Sie einen sogenannten ETS-Antrag. Der ist nicht länger als 5 DIN A4-Seiten. Wenn Sie einen Antrag mit 6 Seiten schreiben, sind Sie aus dem Rennen raus. 5 Seiten müssen Sie schreiben. Und dann kriegen Sie, wenn das bewilligt wird, ein Jahr Zeit und maximal 30.000 Euro. Und diese 30.000 Euro sind reines Venture Capital. Die kannst du komplett verbrennen. Die einzige Aufgabe, die du hast, wenn du ein derartiges Projekt machst, ist am Ende zu sagen, warst du erfolgreich? Ja. Warst du nicht erfolgreich? Weißt du auch, warum du nicht erfolgreich warst? Und wenn du nicht erfolgreich warst, überhaupt kein Problem. Du kriegst nicht die Loschen langgezogen, du brauchst nicht das Geld zurückzugeben. Das Einzige, was ist, wir wollen den Fehler kein zweites Mal machen. Ja, wir haben zum Beispiel diese Situation, dass in der letzten Zeit unheimlich viele Leute mit App-Entwicklungen ankommen. Jeder will eine App machen. Ja? So, und genau in diesem Teil kann man so Fehlentwicklungen im Prinzip vorbeugen, indem man einen mal so richtig anschubst und sagt, wie funktioniert das denn? Und dann sagt, okay, die Verpflichtung, die du hast, ist, keinen anderen innerhalb der Hochschule, sorry, wenn ich das so sage, dumm sterben lassen. Also wenn ich einen ETS-Antrag mache und es kommt irgendein anderer Kollege oder eine Kollegin und sagt, hör mal, was haben Sie da gemacht? Können Sie mir mal ein bisschen Hilfestellung geben? Dann muss ich darauf antworten. Ich muss sie nicht unterstützen im Detail, aber ich muss auf jeden Fall eine Auskunft darüber geben, was erfolgreich war und mit wem ich mich gegebenenfalls zusammensetze. Das ist diese Maßgabe. Also insofern, das ist wirklich reines Spielgeld an der Stelle. Und wir haben 84 Projekte und das würde ich Ihnen einfach mal anraten, auf die Seite drauf zu gehen.
Da sind professorentaugliche Dokumentationen, also sprich eine DIN A4-Seite an Text. Da steht drauf, was ist das Thema, was ist das Format, wer ist der Ansprechpartner, was ist dabei rausgekommen. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, ich gehe jetzt mal ein bisschen schwanger mit der Idee, beispielsweise ein Flip-Flask-Room zu machen, dann könnten Sie da nachgucken und könnten dann sehen, okay, welche Erfahrungen haben die denn konkret gemacht. Das war sehr, sehr, sehr erfolgreich an der Stelle in dem Teil. Und das Zweite, was wir ganz konkret adressiert haben, und da kriege ich vielleicht Ärger mit Ihnen hier, ist das Adressieren der Probleme bei Servicestellen. Und da hat mir meine Tochter mal vor einem Jahr so eine Zeichnung gemacht, die das versucht darzustellen. Was Sie sehen auf der rechten Seite, das ist der Ingenieur, der steht da noch klassisch mit so einem Stück Papier, mit seinem Blueprint in der Landschaft. Und auf der anderen Seite vom Ufer steht der Mediendidaktiker mit seinem Tablet und irgendwie kommen die nicht zueinander. Und das Problem ist genau die Frage der Sozialisation. Und ich darf das als Ingenieur jetzt einfach mal zugespitzt sagen. Ingenieure sind total ergebnisgetrieben. Die kommen nicht von der Theorie. Wenn Sie die mit einem Didaktiker zusammensetzen und der Didaktiker erstmal fragt, aus welcher Schule kommst du dann, da gehen die Haare schon hoch. Und wenn die Diskussionen dann über Constructive Alignment zu lange laufen, dann wird das auf einmal so ein Traber und dann geht der ab. Das passt nicht, dieses Setting. Diese Kulturen passen nicht direkt aufeinander. Gleichwohl muss man sie aber zusammenbringen. Und die Frage ist, wie macht man das? Und das haben wir dadurch gelöst, dass wir sogenannte Brückenbauer gemacht haben. Wir nennen die Fakultätskümmerer. Die Idee ist in der Bundesrepublik von vielen Hochschulen schon mal nachgemacht worden. Die heißen dann Digitalisierungsagenten oder so, egal was. Was sind das für Leute? Das sind Hybride. Also Sie sehen zum Beispiel einen vor sich, ich bin so einer. In meiner Fakultät, in der Fakultät für Bauingenieurwesen, bin ich der entsprechende Kümmerer, weil ich als Ingenieur sozialisiert bin. Und da ist es egal, ob ich jetzt mit einem Statiker oder mit einem Straßenbauer oder mit einem Geotechniker rede. Ne, die verstehe ich alle, weil das habe ich alles irgendwie im Studium schon mal gehört und unsere Denke ist irgendwie vergleichbar. So, und auf der anderen Seite glaube ich, ein bisschen was von diesem mediengestützten Bereich zu erkennen und zu verstehen, zumindest so viel, als dass ich die Brücke dahin bauen kann und sage, wenn jetzt zum Beispiel der Kollege aus der Statik kommt und der möchte gerne eine App machen und in der App müssen Querkraftverläufe berechnet werden und damit gehe ich auf den Mediendidaktiker schon los, dann Querkraftverlauf, weiß ich überhaupt nicht, was das ist. So, dann gehen da so die Situationen hoch und flattern und auf der anderen Seite sagt der konkrete Kollege aus dem konstruktiven Bereich, ja, ich habe da Berührungsängste an der Stelle. Und genau die können Sie nehmen, wenn Sie solche Fakultätskümmerer einbauen. Und wir haben das in der ersten Phase der Digitalisierungsstrategie gemacht. Wir haben in jeder Fakultät bzw. Fachgruppe für Mathematik, für Biologie, für Chemie, für Medizin, für Soziologie, für allen Bereich, jeweils einen Fakultätskümmerer definiert. Und das ist ein Nasenfaktor. Ja? Also das ist abhängig von der Person. Sie müssen Leute haben, die A, das Geschäft verstehen und B, auch so ein bisschen Überzeugungstäter sind. Wir haben 9 Fakultäten, in 8 von 9 hat es funktioniert, in einer nicht. Das ist aber im Prinzip damit darauf zurückzuführen, dass diese Fakultät die falschen Leute ausgewählt hat. Ja, also es ist wirklich eine Situation, ein richtiger Nasenfaktor und mit den richtigen Leuten kann es sehr, sehr gut funktionieren. Und das ist einfach notwendig, zumindest bei uns in der Bundesrepublik ist das so, deutscher Hochschullehrer, Mann oder Frau, kann alles, nur nicht zugeben, dass er was nicht kann. Und da fängt es genau an der Stelle an. Die Leute müssten jetzt ja hingehen und sagen, MOOC, was ist das? Flipped Classroom, wie funktioniert das? Constructive Alignment, schon mal gehört. So, und genau auf diesen Basisebenen, da fangen wir ja an. Also unser Ziel ist, dass jeder der knapp 500 Professoren weiß, was ein Constructive Alignment ist und was man damit machen kann. Und dass das nicht irgendwie nur so ein Buzzword von der Didaktik ist, sondern dass es einen echten Mehrwert für einen hat, wenn man es entsprechend umsetzt, auf die Art und Weise, wie man es für das Fach braucht. Und da spielen die Fakultätskümmerer eine große Rolle. Ich darf jetzt ein paar Formate mal anzeigen. Direktfeedback, Flipped Classroom, alles das, was wir da machen. Ja? Wir machen nichts, was nicht anderswo auch gemacht wird. Wir machen es vielleicht ein bisschen konsequenter. Ich glaube, es gibt kein Format, wo man sagt, das ist jetzt das Aachener Format oder so, sondern wir machen normale bürgerliche Küche, aber setzen sie vielleicht ein bisschen anders um. Und da darf ich ein paar Beispiele zu sagen. Und zwar mit dem Direktfeedback anfangen. Sie sehen hier den Kollegen Markert, der ist eigentlich Bauingenieur, aber ist bei den Maschinenbauern und macht die Ausbildung in der Mechanik. Und das ist dieser Fall, 1638 Maschis sitzen in 3 Hörsälen. Alle Pädagogen schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, geht gar nicht. Und wir sagen, muss aber.
So, wie geht denn das? Wie kriegen wir das hin? Parallelübertragung in zwei weitere Hörsäle. Also wir haben da den Audimax, da sind knapp 1000 Leute drin und dann sind zwei Etagen oder eine Etage tiefer nochmal zwei Hörsäle. So, was er jetzt gemacht hat, ist, er ist hingegangen und hat gesagt, okay, ich muss die Leute einbinden, indem die mir eine Frage stellen können. Also wenn zum Beispiel ich irgendwo aus der Kurve gerutscht bin und die Studierenden nicht mehr Bescheid wissen, dann hat er einfach eine Prepaid-Karte gekauft, in ein Handy reingetan, hat die Nummer festgegeben, hat gesagt, das ist meine Nummer, da dürft ihr mir über WhatsApp eine Nachricht schicken, während der Vorlesung. Und was passiert? In der Vorlesung ist alles irgendwie ruhig und auf einmal klappt irgendwas nicht so richtig. Ping, 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 ja, buff, 600 Meldungen über WhatsApp kommen da rein. So, und das hat im Prinzip die Rückmeldung für beide Seiten. Ja? Also er merkt, wo er aus der Kurve fliegt, er merkt, wo er gegebenenfalls beim nächsten Durchlauf vielleicht nochmal anders an den Stoff dran gehen muss. Und er hat das mit WhatsApp gemacht und hat dann sich wirklich danach eine Tasse Kaffee genommen, hingesetzt und hat geguckt, was ist denn da reingekommen und hat den Leuten teilweise auch Rückmeldungen gegeben. Und dann hat er gesagt, das kann ja nicht sein, ich bin hier an einer Exzellenzhochschule und dann machen wir WhatsApp mit Daten in den USA, das geht ja nicht. Macht mir mal eine richtige App. Und daraufhin haben wir eine mobile App gemacht, und das ist auch nichts Besonderes. Also wir haben jetzt eine App, wo bestimmte Funktionen, wie zum Beispiel das Direktfeedback mit drin ist. Und das nutzen entsprechend auch unsere Studierenden. Und die Möglichkeit besteht jetzt im Direktfeedback, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Entweder, wenn der Dozierende den Kanal aufschaltet, können die Studierenden Nachrichten machen. Der gleiche Professor geht heute in die Vorlesung rein, hat einen wissenschaftlichen Mitarbeiter dabei, der sitzt vor einem eigenständigen Rechner und der selektiert vor. Wenn da so bestimmte Fragen kommen zum 17. Mal, wann ist die Klausur und ne, so, das kommt gar nicht bis zum Prof durch. Wenn aber jetzt eine inhaltliche Frage ist, die auch der wissenschaftliche Mitarbeiter nicht beantworten kann, dann schickt er die durch an den Prof, der kriegt das eingeblendet und dann kann er entscheiden, ob er stoppt und sagt, okay, ich greife das auf oder ich gehe drüber hinweg. Aber er ist sich bewusst darüber, hier passiert gerade im Moment was. Und er kann im Umkehrschluss auch noch eine Situation machen, weil bei uns in Aachen sitzen nur Briten. Wenn Sie in eine Vorlesung reingehen und Sie stellen den Leuten eine Frage, können Sie mal bitte mir erklären. Das, ne, da lässt jeder dem anderen den Vortritt. Keiner möchte als Erster irgendwie was machen. Und das wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Also die Studierenden sind aus der Schule so sozialisiert, dass sie nicht gewohnt sind, in der freien Rede aufzutreten und zu sagen, ich meine das, sondern lieber mal vorsichtig, lieber zurückgängig. Jetzt können Sie mal vorstellen, Sie sitzen da mit 1000 Leuten im Audimax, in unserem größten Hörsaal. Wer von denen hat die Courage, die Hand aufzuheben und zu sagen, hör mal, würden Sie mal bitte eben nochmal erklären, weil das habe ich nicht verstanden. Keiner. Keiner von denen. Aber wenn Sie das Spielchen umdrehen über so ein Direktfeedback, indem Sie die Möglichkeit haben, dass die über die App eine Nachricht weitergeben können, ja, dann passiert Folgendes, Interessantes. Mindestens 60% der Studierenden beteiligen sich aktiv an einem Frage- und Antwortspiel. Das heißt, wenn der Kollege jetzt hier an der Stelle hingeht und eine Frage stellt, so cora publicum, nix, macht er das über die Direktfeedback-Situation. In der Erfahrung jetzt über einen längeren Zeitraum mindestens 60% der Leute antworten darauf. Der Punkt dabei ist, das gibt eine Grundsatzdiskussion bei uns, weil eine Reihe von Professoren, Kollegen dann sagen, das geht ja gar nicht. So dürfen wir unsere Studierenden nicht sozialisieren. Die müssen doch lernen, dass sie das machen. Da bin ich total dabei. Die Frage ist nur, wie lernen sie es? Also ich kann das für meine eigene Veranstaltung auch so machen. Also ich habe auch diesen Direktfeedback-Kanal auf. Ich habe anfangs zum Beispiel auch gesehen, dass man gesagt hat, okay, da gibt es die Möglichkeit, dass die Leute über ein Smartboard einfach mal was zeichnen. In der Hydrologie kann man auch viel mit Zeichnungen machen. Aber man muss im Prinzip auch anerkennen, dass es Leute gibt, die das wirklich nicht mögen. Die möchten nicht vor der Front vorne davor stehen und die überfordert man an der Stelle. Also da muss man sukzessive dran gehen. Also insofern, Ende vom Lied war, dass wir sagen, ja, wir ermuntern jeden Einzelnen, das zu nutzen und vielleicht dann in weitergehenden Veranstaltungen, also in Masterveranstaltungen, wenn die kleiner werden, dann kann man die Höhe ein bisschen höher setzen. Und wir haben das jetzt zum Beispiel auch so gemacht, dass wir mit unserem Prorektor für Lehre einen Film gedreht haben, einen Werbefilm, einen kurzen Dreiminüter. Er ist Mathematiker und ihm haben wir dann in den Mund gelegt, also das ist so einfach, wenn ich das kann, dann können Sie das lange. Ja, so, und das ist im Prinzip auch so eine Situation, da steht auf einmal so ein Prorektor für Lehre, der anerkanntermaßen immer noch mit der Kreidetafel arbeitet, was auch ein komplettes gutes Medium ist, also wo ich immer sage, wenn der mir mit der Kreidetafel besser erklären kann, wie ich Differentialgleichungen lerne, dann braucht das kein Smartboard oder sowas zu sein, also ist egal.
Aber wie gesagt, was ich damit sagen möchte, man muss dann auch Impulse setzen, damit die Dozierenden mitgehen und sagen, okay, ich lasse mich auf dieses Spiel einfach mal ein. Ein zweites Beispiel ist das Flipped Classroom-Format. Land auf, Land unter, können Sie lesen, wie toll dieses Format ist. Dieser Kollege hier, der Kollege Piller, der hat damit angefangen und der war sehr konsequent. Der hat also seine Aufzeichnung gemacht, er kommt aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften und er ist in die Hörsaal reingegangen und hat gesagt, so läuft das Spiel jetzt. Also er hat knapp 300 Leute da sitzen. Das und das sind die Medien, mit denen ihr euch vorbereiten könnt. Da steht das Video im Netz, da gibt es da eine Internetseite, wo ihr gucken könnt und da gibt es auch noch sowas wie ein Buch, was sinnvoll ist, was ihr euch in die Hand nimmt. Und für nächste Woche lernt ihr bitte, ich sage jetzt einfach mal, Grundlagen der Buchhaltung oder was auch immer. Und dann treffen wir uns hier wieder und dann unterhalten wir uns darüber und ihr könnt mir Fragen stellen. So, er geht in der nächsten Woche in die Vorlesung rein, stellt sich dahin. So, welche Fragen haben Sie? Ja, könnten Sie uns bitte mal die Grundlagen erklären? Und dann sagt er, nee, Kinder, so geht das nicht. Die Ansage ist so. Dreht sich um, geht raus, kommt nächste Woche wieder. Macht das zum zweiten Mal. Geht wieder los, die Studierenden erwarten, dass er im Prinzip oldschool die Sache beschreibt. Er wiederum, nix Kinders, ich raus, nächste Woche wieder rein. Beim dritten Mal klappt es dann. Dann sitzen aber keine 300 Leute mehr, sondern vielleicht noch 200. Warum? Weil rund ein Drittel dieser Studierenden nicht bereit ist, sich auf dieses Format einzulassen. Die haben die Erwartungshaltung, bös gesprochen, let me entertain you. Ich bin hier, du Dozierender, ich zuhören, fertig. Ganz, ganz manifest an der Stelle drin. Das heißt, das müssen Sie von vornherein schon mal mitkriegen, wenn Sie sich auf dieses Spiel einlassen wollen, dann verlieren Sie eine große Anzahl von Studierenden, dann müssen Sie sich den Kopf darüber machen, okay, was machen Sie mit dem einen Drittel, was dieses Format von sich aus Gründen, die dann legitim sind, verweigert. Weil sie zwingen können sie nicht. Er hat damit begonnen, ein weiterer Kollege hat begonnen, in einem Semester, im nächsten Semester waren es 5, im nächsten Semester waren es, glaube ich, irgendwie schon 12 und mittlerweile ist die komplette Fakultät, ich nenne es jetzt mal positiv durchseucht, alle machen sie Flipped Classroom und das geht super gut. Die Dozierenden finden es klasse, die Studierenden finden es klasse. Dann haben die Bauingenieure, die Maschinenbauer und die E-Techniker gesagt, boah, ja, das machen wir jetzt auch mal. Und alle, die es umgesetzt haben, sind pratsch vor die Wand gelaufen. Keiner hat das Format ans Fliegen bekommen. So, das ist jetzt ein Hinweis darauf. Also, es liegt nicht an dem Format, sondern das Format kann zu einem Fach passen und es muss vor allen Dingen passen auch zur Person. Ja? So, und dann hat zum Beispiel im Maschinenwesen dann einer mal gesagt, okay, ich gehe mal von der reinen Lehre weg und mache mal einen modifizierten Flipped Classroom-Ansatz und hat dann festgestellt, okay, das funktioniert. Also was ich da an der Stelle wieder sage, es wäre vollkommen kontraproduktiv, wenn das Rektorat hingehen würde und sagt, also ich erwarte von euch so und so viel Prozess Flipped Classroom und so viel Prozess an der Stelle. Das geht gar nicht, ja, weil in der jeweiligen Fachkultur kann es ganz anders besetzt sein. Und das ist der Punkt, wo wir gerade im Moment überlegen, rauszubekommen, nach welchen Kriterien funktioniert denn ein bestimmtes Format. Zugegebenermaßen ist bei uns noch einiges aus dem Bauch raus. Wir setzen jetzt aber auf die Karte zum Beispiel Learning Analytics. Wir werden eine neue Professur ausschreiben mit dem Thema Learning Analytics, weil wir natürlich als Ingenieure an die Zahl glauben und weil wir glauben, wir kriegen größere Hinweise darauf, was tatsächlich wie funktioniert. Diese Professur wird dann auch gleichzeitig mit das Direktorium des neuen CIT hineingehen. Also es werden 3 Personen die Leitung machen, damit wir eine klassische Aufteilung zwischen forschungsbasierter Arbeit und Servicearbeiten haben. Das war in Aachen bei uns in der Vergangenheit ein großes Problem, dass da die Kanten nicht sauber gezogen waren beispielsweise. Wir haben dann auch eine Befragung gemacht, sogenannte Outcome-Driven Innovation, kannte ich vorher auch nicht. Dabei haben wir alle unsere Studierenden und alle unsere Dozierenden gefragt, was ist euch denn wichtig und wie zufrieden seid ihr denn damit? Also diese Outcome-Driven Innovation, das wird gemacht, wenn, was weiß ich, Mercedes das neue Fahrzeug rausbringt oder der neue Twix Rider rauskommt, ja, nach welchem Kriterium greifst du dazu? Und das haben wir gemacht und dabei sind insgesamt 3.200 Studierende befragt worden aus allen Fakultäten. Wir haben im Moment 45.000 Studierende, also das ist ein gutes Bild. Und wir haben von allen 500 Professoren 128, glaube ich, gehabt. So, und die haben dann mal aufgeschrieben, was ist ihnen wichtig und wie zufrieden sind sie damit? Und daran haben wir erkannt, wie blind wir auch an der Stelle sind. Wir haben immer über bestimmte Formate nachgedacht und dann haben wir geguckt, was wollen die Studierenden?
Und wir dachten, boah, je mehr MOOCs wir denen geben, je mehr Direktfeedback wir ihnen geben, umso zufriedener sind die. Ja, Pustekuchen. Die kommen dann mit so ganz basalen Angelegenheiten an und sagen, ich wäre ja schon mal zufrieden, wenn ich jeden Tag vernünftig einen Lehrplatz hätte, wo ich arbeiten könnte. Ja? Dann stellt man auf einmal ganz andere Wichtigkeiten und andere Zufriedenheiten mit. Das haben wir intensiv für alle Fakultäten gemacht. Das ist auch frei im Netz verfügbar. Wenn Sie Interesse daran haben, können Sie das nachschauen, wo es dann runtergebrochen ist auf die jeweiligen Fakultäten. MOOCs hatte ich gerade schon mal angesprochen. Ich habe persönlich den Eindruck, das geht schon wieder massiv runter, nachdem es eine lange Zeit ein Riesenhype war. Gleichwohl haben wir strategisch entschieden, wir sind auf dieser Plattform von edX mit dabei und da finden Sie auch bestimmte Angebote. Beispielsweise habe ich mit einem Kollegen von der TU in München auch einen MOOC machen dürfen zum Thema Hochwasserrisikomanagement im englischsprachigen Bereich. Da ist es also einfach so, wiederum im Rahmen der Ermöglichungskultur stellt die Hochschule bestimmte Sachen zur Verfügung, damit es eine Reihe von Leuten gibt, die da vorlaufen. Und im Moment ist es in Aachen halt einfach so, also es gibt so 15 bis, würde ich mal sagen, maximal 20% der Belegschaft, die läuft von alleine. Denen ist egal, was der Direktorat sagt, die haben ein bestimmtes Ziel und die gehen ab. Wenn man die jetzt quasi im positiven Sinne instrumentalisiert, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, geht das ganz, ganz schnell, man kriegt schnell eine Hebelwirkung. Aber man bleibt bei ungefähr 20% stehen. Und dann wird es schwieriger, da müssen Sie in die Breite hinein. Das Ziel ist ja 50% plus eine Person, wie kommen Sie da hin? Und dann ist es so, dass wir mittlerweile halt gesagt haben, okay, wir sind fest davon überzeugt, dass Hochschullehrer, Männer oder Frauen, extrem kompetitiv sind. Die kloppen sich alle um das Geld für die Forschungsaufträge. Da ist das vollkommen normal. Da machen die jeden beliebigen Ansatz und wird rund um die Uhr rumgeplockt. So, wieso nicht in der Lehre? Und deshalb haben wir gesagt, okay, es gibt zwei Maßstäbe. Also wenn Sie in Aachen zum Rektor gehen und der die Messlatte rausholt und guckt, Nacken, wie groß bist du, dann ist die erste Messlatte, wie viel Geld hast du geholt? Wie viel Geld hast du von der DFG und von BMBF und irgendwie was anderes? So, ist quasi die Pflicht. Dann gibt es aber das zweite Maßband oder die zweite Maßlatte, die ist für die Lehre. Und das haben wir mittlerweile halt installiert, dass wir sagen können, es gibt auch eine Anerkennung auf der zweiten Flughöhe. Natürlich ist die Forschungsflughöhe die größere und die höhere, aber wir haben auch eine Flughöhe für die Lehre. Und da müssen Sie eine Anerkennung kriegen. Und da müssen Sie es auch schaffen, den jeweiligen Dozierenden, wir sagen da immer, den Spot zu geben. Die Leute müssen eine Möglichkeit bekommen, mit ihren Lehrformaten aufzuscheinen. Und was wir meinen, das ist nicht die einmalige Situation, beim Talk Lehre oder Tag der Lehre oder so eine Auszeichnung zu kriegen, sondern das muss dauerhaft sein. Zum Beispiel haben wir bei allen diesen Formaten jetzt immer das sogenannte erste Gesicht. Also zum Beispiel diese Person, Herrn Kollege Markert, der das Direktfeedback gemacht hat. Da gibt es mittlerweile viele, die das in der Hochschule machen. Aber wir sagen immer, wenn irgendeiner sich mit dem Thema auseinandersetzt, geh zu Markert. Er ist das erste Gesicht für dieses Format. Und er kriegt die Sonne dafür ab, dass er das seinerzeit in die Hochschule hineingebracht hat. Und er kriegt die Wertschätzung dafür an der Stelle. Und da bin ich fest von überzeugt, vor Schulterklopfen ist noch keiner weggelaufen. Und das ist genau der Punkt. Wir müssen da hinkommen, dass wir das schaffen. Also die Kombination aus Ermöglichung, die hat was mit Geld zu tun, gleichwohl. Da weiß ich, dass wir in Aachen da sehr gut ausgestattet sind und dass es in der Bundesrepublik im Moment für den Bereich sehr viel gibt. Ich sage aber gleich trotzdem, Geld ist nicht alles. Man kann viel mehr und eine viel bessere Hebelwirkung schaffen über die Anerkennung und über die Fragestellung, ob die Leute sich mit diesem Format wohlfühlen und ob sie sagen, okay, dann mache ich auf einmal eine innovative Lehre, dafür kriege ich auch noch eine Anerkennung. Und das kann man so weit betreiben, dass man dann zum Beispiel sagt, innerhalb einer Fakultät, also wenn die Nase das kann, dann will ich das ja schon mal lange viel besser können. Und das funktioniert. Dieser Wettbewerbsgedanke innerhalb der Hochschulszene funktioniert auf jeden Fall. Damit darf ich das Ganze mit einem kurzen Zitat auch beenden, zu dem ich auch zu 100% stehe. Die Bildung der Zukunft lehrt Computer nutzen, um durch den Kontakt mit ihnen das zu lehren, was nur Menschen können. Ein Zitat von Herrn Schirrmacher, leider viel zu früh gestorben, von der früheren FAZ in seinem Buch, sehr lesenswert, Payback aus dem Jahr 2009. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.